Hallo Freunde und herzlich willkommen zu... jetzt habe ich mich total verhaspelt. Also, herzlich willkommen und willkommen... Gerade schon wieder. Es geht echt gut los. Also, schön, dass ihr da seid zu Wizardry Teil 6. Jetzt haben wir's. Ach du Schande. Wir wollen jetzt mal hier durchgehen und mal schauen, was wir da hinten dran finden. Eine Begegnung, aber genau das dachte ich ja auch beim letzten Mal schon. Und deswegen habe ich es ja auch gleich gelassen. So, ich mache mal die Engelszunge wieder rein. Ich weiß immer noch nicht, bringt das irgendwas oder bringt das nichts? Eigentlich müssten wir alle gesegnet sein, aber ich habe halt keine Rückmeldung. Es steht auch nirgends da. Selbst mit meiner Dings, das ihr leider nicht seht, dass ich mit diesen, was bei der Karte dabei ist, so eine Art, wenn ich mit der Maus drüber gehe, so eine kleine Toolbox, wo auch die HP von Gegnern stehen oder so, da steht nirgends irgendetwas drinnen. Da steht nirgends irgendetwas drinnen. Ob wir jetzt gesegnet sind oder nicht. Naja, gut. So, auf jeden Fall, wir haben... Auge sagt gerade nichts. Nein. Dann haben wir hier tatsächlich eine neue... Truhe. Sehr schön. Inspizieren. Ach du Schande, okay. Ein Weh. Eigentlich sollte das jetzt relativ einfach sein, denke ich mal. Entschärfen. W ist drin, T ist drin. S ist drin. G ist drin. K ist drin. Ich hätte gesagt, das müsste die Angstwolke sein. Das war ja auch ziemlich einfach. Aha. Okay, Katana. Das ist ein ganz normales Katana, schätze ich mal. Dann kriegt das Ding die Schlinge genauso. Die Roben wohl auch so. Monsterkleber. Ja, und Auferstehung machen wir auch weg. Also ich denke mal, die Katana und so. Das wird die ganz normale Katana sein, dass wir... Und die Schlinge auch und die Roben. Oder echt... Moment, ich gebe jetzt mal das Katana hier rüber zum Identifizieren. Aber ich denke mal, da dürfte eigentlich nichts groß drin sein. Katana 1d7 plus 1. Plus 1, ist das in der normalen Katana auch drin gewesen? Muss gerade was schauen. Spruch. Schon zu lange her, dass ich das gemacht habe. Ja, ja, das ist eine ganz normale Katana. Also wirklich nicht wirklich was. So. Okay, zurück. Das heißt, Tasche kommt hinzu. Die Katana. Die Robe. Die Schlinge. Und ich mache auch mal das Treffsicherheitsschwert mit rein. Damit sind sie auch voll. Wir sollten definitiv irgendwann wieder verkaufen, wie es aussieht. Ja, okay. Dann sind wir hier auf jeden Fall fertig. Sehr schön. Halt, da geht's runter. Da sind wir auch fertig. Dann, wie kommen wir da hin? Ich glaube, wir können da einfach so weiterlaufen. Genau. Dann können wir auch diesen Ding hier noch anschauen. Runter.
und eine Begegnung. Ich mache aber, bevor ich mich um dieses Ding hier kümmere, erstmal um das hier. Da-dum. So. Und hier geht's auch runter. Dann hätten wir jetzt eigentlich nur noch dieses eine Ding, wo es hier runter geht. Und natürlich da, wo es jetzt hier noch lang geht. Ja, schauen wir mal. Kampf. Wir verwehren die. Machen Feuerball, so. Ja, ihr seht schon, ich muss definitiv wieder rasten. So langsam geht unsere Feuermagie bei Sinaloa auch wieder aus. So. Dann versuchen wir es mal. Wir machen Engelszungen, in der Hoffnung, dass es was bringt. Wir machen einen Energiestoß und dann sind wir eigentlich fertig mit Dings. Ach, zwei Schaden. Ja, das hat es ja echt gebracht. Okay. Dann ein Magiegeschoss, schätze ich mal. Mal sehen, wo es denn hierher geht. Und ich denke mal, wir sollten demnächst auch wieder verkaufen gehen. Weil unsere Taschen sind doch relativ voll mittlerweile. Gigantklinge wieder. Bekommst du mal. Müssen wir demnächst, wie gesagt, verkaufen gehen. Lass mich raten, da ist wieder so ein Gummimonster drin. Habe ich mir doch schon fast gedacht. Aber die sind tatsächlich gar nicht mal so schwierig, wie ich es in Erinnerung hatte. Okay. Haben wir schon. Das hat das letzte Mal leider nichts gebracht. Probier es trotzdem nochmal aus, ob es vielleicht jetzt was bringt. Oder ob der. Ja doch, er ist nicht immun gegen so Zeug. Das ist schon mal gut. Dann kann ich beim nächsten Mal vielleicht auch ein bisschen mehr Punkte machen. Ja, Engelstung, ich habe keine Ahnung. Ich hoffe jedenfalls, dass es was bringt, aber ich weiß es nicht. Ich glaube, in der Pause werde ich vielleicht auch wieder ausruhen und tatsächlich mal versuchen, ob wir ein bisschen Dings machen. Mana wieder herstellen. Wäre vielleicht auch keine so schlechte Idee. Lebt das Ding immer noch? Macht ihr auch mal ganz normale Kämpfe.
Das Mana geht so langsam ein bisschen zu Neige. Könnte auch mal mit Schleuder und Wurfdolch ein bisschen üben. Ah, endlich. Endlich. Gummistrang. Bekommt Fahler, da will ich gleich was ausprobieren. Dann aber erstmal Daolin. Du mach mal eine Ausdauer auf Sinaloa. Die Ausdauer war da schon ein bisschen ziemlich weit, ziemlich niedrig. So, Fahler. Können wir diese Gummistränge eigentlich miteinander kombinieren? Jetzt haben wir eine Gummilitze. Okay. Es geht also. Wir hatten noch weitere Dinger. Ich glaube, Daolin hat noch einen Gummistrang. Kann man den auch nochmal rübergeben? Hast du auch noch einen Gummistrang hier? Ja, da hast du auch nochmal einen Gummistrang. Entferne Gummistrang. Und gib Fala den Gummistrang. Moment. Ich glaube, ich speichere aber nochmal ganz kurz. Dann kannst du den Gummilitze mit dem Gummistrang. Nee, das ging jetzt nicht. Kann ich den Gummistrang mit dem Gummi? Dann haben wir weiter eine Litze. Können wir jetzt die zwei Litzen miteinander kombinieren? Jetzt haben wir ein Gummiband. Ich glaube, das war wichtig. Und ich glaube allerdings auch, weitere Gummidinger haben wir nicht. Ich glaube, das war das, was wir machen müssen. Ja, da muss ich echt mal überlegen, ob ich da ein paar Sachen mal raustue. Ob wir da Sachen verkaufen. Okay, dann sind wir hier fertig. Dann können wir wieder gehen. Moment, in welchen Dingen müssten wir jetzt nochmal runtergehen? Für... in den hier oder in den hier? Ich glaube, der hier ist schneller. Auch wenn wir durch diese ganzen Türen durch müssen. Ich will ein paar Sachen verkaufen. Bringt nichts, dass unsere Taschen so voll sind. Ow. Ach, ich hab's falsch... Ah, ich hab das Ding falsch reingemacht gehabt. Das müsste natürlich hier sein. Das müsste natürlich hier sein mit dem Händler. So. Dann bla bla bla. Kennen wir schon. Erst einmal werfen wir alles Talada ins Ding rein. Und dann handeln wir. 17.500. Ja, gar nicht mal so schlecht. Die Claymore wollen wir nicht verkaufen. Die Gigantenklinge wollen wir definitiv verkaufen. Die Spitzhacke nicht, den Kristallstab. Ich bin mir noch nicht so sicher, den Lederhelm auf jeden Fall. Die Sherrybombe wollen wir verkaufen. Den Feenstab wollen wir verkaufen, den Monsterkleber. Die Auferstehung, die gibt sogar viel, viel Geld. Die Roben, die Schlinge. Also ich bin mittlerweile der Meinung, dass dieses Treffsicherheitsschwert, dass die Claymore doch besser ist als das Treffsicherheitsschwert. Von daher verkaufen wir das Treffsicherheitsschwert, glaube ich. Die Claymore würde uns... Was? In Gebrauch, ja. Das können wir gar nicht machen. Ich wollte einfach nur wissen, wie viel Geld die bringen würde. So, das war's. Kristallstab. Ich glaube, einen Kristallstab können wir auch verkaufen. Obwohl, der bringt viel, viel Geld ein. Nee, ich lasse es mal. Ich lasse es noch. Ein Nadashi. Das sieht was aus, wie wenn das für Daolin was sein könnte.
Sei. Ah. Nunchaku. Eine Lanze. Monster. Monsterranz. Was ist denn das? Nicht benutzbar. Ist das jetzt ein Speer oder irgendwas? Ich weiß es nicht. Und Naginata. Ah. Ich werde tatsächlich jetzt nochmal schauen. Naginata, was ist denn das? Samurai kann das benutzen und das war's eigentlich. Das ist auch ein Stab. 1 bis 12, Zweihand. Nee, das lassen wir definitiv. Das lassen wir. Also das hier lassen wir. Das hier. Das ist auch ein Stab. Aber das können nur Priester oder Bischöfe benutzen. Das heißt, es ist eigentlich... Ich glaube, das ist der hier. Würde 1 bis 8 machen. Ah. Und Jaco braucht man nicht. Das hier, das dürfte so eine Art Dolch sein. Für den Ninja. Den Vulkanhammer hat er jetzt gar nicht mehr. Nodashi. Das wollte ich jetzt mal schauen. Er ist in Zweihand. Samurai und Ninja. Nodashi. 2% Critical, 2 bis 14 Schaden. Es würde halt viel, viel mehr Schaden machen als unser Katana, aber wir könnten halt unser Wakasashi beziehungsweise unseren Schattendolch nicht mehr verwenden. Das ist jetzt die Frage, da machen wir halt, ja, mit dem Nodashi würden wir halt viel, viel mehr Schaden machen als mit dem Katana. Hätten mit dem Nodashi aber auch nochmal die Möglichkeit, kritisch zu schlagen, aber weniger zu treffen als mit dem Katana. Aber es ist halt, wie gesagt, eine Zweihandwaffe, wie es aussieht. Und das heißt, ja, Zweihandwaffe. Benutze ich dann lieber unser Katana und unseren Dingsdolch? Der hat ja, glaube ich, 2 bis 8 Schaden gemacht. Ha. Nee, ich glaube, das Nodashi, dann behalten mal lieber das Katana und den Dolch in der Hand. Weil, wie gesagt, da machen wir ja eh zweimal Schaden. Und Samurai, das passt einfach mit dem Katana und dem Wakasashi. Ja, okay. Das war's wohl. Na gut. Hab ich verkauft? Ja, ich hab verkauft. So, was haben wir jetzt als nächstes? Wir müssen wieder hochgehen. Ja, wir haben eigentlich nur noch diesen einen Weg, den hier. Haben wir noch übrig. Na, muss mal schauen, kommen wir da durch? Ja, da kommen wir lang. Dann müssen wir erstmal hier runtergehen. Das ist der einzige Weg, den wir jetzt noch haben.
Und es geht wieder in die Dunkelheit hinein. Ja, super. Ich liebe Dunkelheit. Man sieht überhaupt nichts. Okay. Was habe ich mir aufgeschrieben? Das habe ich mir aufgeschrieben. So. Norden. Wieso? Ich habe mich dort eigentlich nur gedreht. Wieso bin ich jetzt auf einmal da nach oben gesprungen? Eigentlich habe ich mir überlegt gehabt. Eigentlich habe ich mir überlegt gehabt, erstmal nach unten zu gehen. Ja, wir müssen definitiv irgendwann mal wieder heilen und Dings bauen, aufbauen. Ach du Schande. Sag mal, wie das so ein blöden Dings hier. Mit so einem blöden kreischen Wurm. Ja, ich liebe es ja. Und das natürlich so ganz kurz am Ende der Folge. Ist irgendjemand irritiert? Haben wir die Engelszungen schon benutzt? So. Ah, ein Riesenwurm ist weg. Und der nächste Riesenwurm ist weg. Okay. Muss ich mir mal überlegen, ob ich in der Pause mal wieder Dings mache. Regeneriere oder so. Oder ob einfach weitermachen. Ich weiß es noch nicht. So. Ganz kurz. Dunkel? Ja, ich. Ach. Ja, natürlich. Ich habe dieses Move und dieses Turn rein und raus gemacht. Deswegen habe ich mich so komisch bewegt hier. Okay, ich habe es verstanden. So, dann würde ich sagen, schauen wir in der nächsten Folge mal, wo es ja hingeht. Ja, die Minen haben wir, glaube ich, jetzt relativ, bis auf diesen Gang, was wir jetzt sind, relativ gut schon erkundet. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.